Mama war ja auch früher auf dieser Schule, aber eigentlich merkt man sich an, dass sie so alt ist. Bevor ich so neu in die Schule kam, hätte ich gedacht, die ist so auch neu mit mir so gebaut worden. Aber eigentlich hätte ich nicht erwartet, dass sie schon so alt geworden ist. Es wird ja auch immer manchmal renoviert und gestrichen und auch neue Fenster. Also eigentlich wirkt die nicht so alt. Ich glaube, der Geist ist anders als vor 50 Jahren. Und wenn man sich die Fotos so anguckt von früher, ist es viel lebendiger geworden. Es ist, denke ich, lebendiger, bunter, offener und vielfältiger. Herzlich willkommen zum 50. Geburtstag der Grundschule am Brandwerder. Also es war ein wirklich wundervoller Tag. 50 Jahre Brandwerder, wir haben uns 2 Jahre vorbereitet. Und heute war endlich der große Tag. Und heute ist die ganze Schulgemeinschaft zusammengekommen an diesem Samstag. Wir haben gemeinsam getanzt als ganze Schule und haben eine sehr schöne, lebendige Projektwoche jetzt hinter uns gebracht. 4 Tage und am Freitag hatten wir eine Generalprobe und heute haben wir es halt aufgeführt. Viele Eltern haben mitgetanzt. Also nicht alle standen an den Seiten und nur 2, 3 haben mitgetanzt, sondern fast alle. Ja gut, das war, ja, es war toll. Es war einfach toll. Ja, es war echt cool. Vor allem am Ende, wo die Eltern mitgetanzt haben. Diese ganze Verpflegung, also Kuchen, Kaffee, das haben alles die Eltern gemacht. Wir hatten 100 Kuchenspenden. 40 Helfer ungefähr, die sich gemeldet haben, also das Engagement. Man sagt ja immer, das wird immer so schwierig und Menschen zu finden, die helfen. Wir haben unheimlich viele Helfer, unheimlich viele Unterstützung gefunden und es ist ganz toll gelaufen. Ja, ich war selber hier schon Schüler und deswegen ist mir ein besonderes Anliegen, hier auch ein bisschen was mitzuorganisieren. Ich glaube, das Erste, was wir haben, ist die Liebe zu den Kindern, weil wir haben ein Herz, also für uns schlägt eigentlich ein großes Herz. Jedes Kind ist hier willkommen, jeder ist hier richtig an der Schule und Frau Lehmann hat es ja auch gesagt, ne? Wir wollen keine Elite, sondern wir sind eine gute Schule im Kiez, wo jeder mit dazugehört und wir sind halt bunt und so, wie wir sind. Ich freue mich halt darüber, dass halt alle da sind. Das finde ich ganz toll. Ja, viele ehemalige. Und auch ehemalige, die hier ihre Kinder wieder zur Schule schicken. Und ich bin überglücklich. Ich glaube, die Schulgemeinschaft hat es auch sehr genossen. Ein rundum gelungenes Fest.